Es geht weiter bei Risen 2 Dark Waters. Wir springen erstmal schön hier hoch. Und zwar den kleinen Schleichpfad entlang, den wir im letzten Video entdeckt haben. Venturo backt sich schön hoch, währenddessen wir so mühsam mit dieser Animation klettern. Ah ne, er muss es genauso machen. Das ist fair. Das ist Gerechtigkeit. Eine Narrenkappe. Das hat sich ja gelohnt. Erinnert mich ein bisschen an die Wichtelkappe aus dem ersten Risen-Teil. Aua, aua. Die sah uns ungefähr genauso aus. Und hat, soweit ich mich erinnere, Geschicklichkeit dauerhaft erhöht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wieder zwei Wege. Hier brennt ein Lagerfeuer. Ah, Koriantes Zwischenlager entdeckt. So, so. Ja, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir wollen erst mal gucken, was wir hier haben. Ach so, es ist sozusagen ein Rundgang, der sich schließt, wie ich das jetzt gerade verstehe. Hallo? Ihr müsst schon zugeben, dass es krass ist, dass die Gegner mittlerweile wirklich kaum noch einen Gegner darstellen. Also, dass die Gegner kaum noch eine Gefahr darstellen. Lass es mich so formulieren. Ja, da brennt das Feuer, alles klar. So. Ich meine, das ist ziemlich offensichtlich, dass die Gegner immer und immer an Stärke verlieren. Langsam aber sicher, immer und immer mehr. Aua. 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 Okay. Da wurden wir nochmal vom Gegenteil überzeugt. Naja, ein kleiner Rückschlag. Was haben wir eigentlich wieder so an Pflanzen zusammen? Cool. Dauerhaft schmutzige Tricks, Diebeskunst und Silberzunge erhöht. Das freut mich. Sieh mal, ein sehr altes Grabmal. Das Ding ist irgendwie unheimlich. Sei besser vorsichtig. Kommst du denn mit? Das gefällt mir. Da unten haben wir einen Ghoul. Oh, kritischer Treffer. Damit ist die Furcht vor Ghoulen wohl auch endgültig vorüber. Heftig. Ghoule machen uns gar keine Probleme mehr. Eine goldene Maske. Narra, du hörst doch wohl nicht. Oh Scheiße, was ist das? Die Maske gehört dir, nehme ich an. Goldene Maske ist eine heilige Reliquie. Sie darf ihren Platz nicht verlassen. Du bist einer der Ahnen, richtig? Mein Name ist Yalul, Schamane und Beschützer der heiligen Reliquien der Marakai. Wenn du die Maske entwendest, wirst du sterben. Ich schätze, der meint es ernst. Okay, das ist eindeutig. Plünderer, habt unsere Ruhe gestört. Ihr werdet in einem Meer von Blut ertrinken. Bleib mal locker, man kann ja erst einmal darüber reden. Grabaltare müssen geheilt werden. Nur das ist wichtig. Wenn das nicht geschieht, werden wir keine Ruhe finden. Masken müssen wieder an ihren richtigen Platz. Du wirst sie finden und die Grabaltare heilen. Ach so, na dann. Ja, denn wenn du zuwider handelst, werden wir dich zur Rechenschaft ziehen. Okay, ich bin dabei. Aber nur, weil du mir keine Wahl lässt. Das ist unwichtig. Es sind vier Grabaltare im Lande der Marakai.
jedem dieser Altare muss seine eigene Maske stehen. Okay, 4 Altare und 4 Masken. Verstehe. Gut. So geh nun und verrichte deine Aufgabe. Ich werde dich beobachten. Aha. Ich will mir die Maske trotzdem mal nehmen. Ich bin da und werde deine die Altare. Hilfe! Ich will es mal probieren. Was ist das denn jetzt hier? Du Schande! Aua! Stark, aber nicht unbesiegbar. Verzeiht mir das, aber es interessiert mich gerade nur zu sehr, was passiert, wenn wir den töten. Was ist das denn jetzt? Aber hier hinten war auch ein Krieger, um den hat sich Venturo gekümmert. Das interessiert mich gerade nur zu sehr, was passiert, wenn wir den jetzt wirklich töten. Ich meine, er ist stark, aber wie gesagt, nicht unbesiegbar. Tot. Nichts zu holen. Wir müssen weiter nach Osten. Corrientes wird bestimmt nicht auf uns warten. Okay, was passiert jetzt, wenn man sich die goldene Maske nimmt? Plunder. Ah ja. Nee. Nee, danke. Wir erfüllen lieber brav die Quest und, ja, beschützen die Marakai. Beziehungsweise die Ahnen. Wir sind ja keine Grabräuber oder Grabschänder. Nee, ohne uns. Ich hoffe übrigens, das Spiel wird noch etwas länger dauern. Ich habe so das Gefühl, ich würde so schätzen, das ist wirklich nur eine Schätzung, dass wir ungefähr bei der Hälfte sind. Wie gesagt, das ist eine reine Schätzung. Von der Ausrüstung her sind wir ja schon verdammt gut eigentlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir eine bessere Kleidung bekommen zum Beispiel. Oh, die können wir sogar knacken. Meine Güte, nicht ganz so einfach, aber auch nicht allzu schwierig. Ein Diamant. Müssen wir hier runter? Ich weiß es ja nicht so genau. Ein Jaguar hatten wir auch ewig nicht mehr, oder? Die Viecher sind echt nervig. Aber zusammen mit Venturo kein Problem. Frame-Einbruch. Oh, da unten haben wir ein Dorf. Seht ihr die Gebäude? Wie stumpf die einfach so umklappen. Wo denn? Da. Ja, das stimmt, Venturo. Und du hast mal wieder gar nichts gemacht. Hier haben wir noch einen Pokopilz, genau. Da ist wieder so ein komischer Weg nach oben. Naja, alles sehr, sehr seltsam hier in der Bucht von Marakai. Klar kommst du da hoch, tu doch nicht so, ich wollte schon was sagen.
geskriptete Klettern hier nur an bestimmten Stellen möglich. Eine Truhe. Ich hoffe, ich kriege die auch auf, sonst wäre es ziemlich ärgerlich. Ja, perfekt. Jo. Schwierig war es auch nicht gerade. Fackel, Grog, Rubin, dankeschön. Was tun da oben? Guck mal, wie auf dem Boden der Tatsachen zurück. So müsste zwar gut runterkommen. Das ist jetzt ein bisschen tief, aber... Ah, nee. Schritt für Schritt. So, super. Perfekt. So, hier müsste zum Dorf der Marakai kommen. Hier hat ein schlimmer Kampf stattgefunden. Ja, das sehe ich. Kann ich nicht erkennen. Dass wir irgendwo im Süden auf okay, die Leiche habe ich jetzt, glaube ich, gerade eben kaputt gebackt. Im Süden. Da möchte ich erstmal hier hingehen. Nur aufpassen, dass sie sich verlaufen. Auf in die Berge gegangen. Lass uns lieber das Dorf im Süden suchen. Nein. Wie stumpf die umfallen, ist echt unglaublich. Ah, was haben wir denn da? Wer bist du denn, lieber Angus? Was machst du denn hier alleine? Unsere Truppe ist von den Piraten angegriffen worden. Einer von den Schweinen hat mir ins Bein geschossen. Also bin ich in den Dschungel und hab mich versteckt. Ich hätte genauso gehandelt. Mir blieb leider nichts anderes übrig. Wenn ich mich nicht hier versteckt hätte, wäre ich jetzt sicher tot. Kennen wir uns nicht? Ja, schon. Ich habe dich in der Kristallfestung gesehen. Ich habe mich damals auf diese unglückselige Expedition vorbereitet. Da sahst du aber noch anders aus. Ja, man weiß nie, wo es einen hinzieht. Schön gesagt. Willst du nicht hier weg? Doch, aber ich muss erst meine Wunde versorgen. Ich gehe, wenn ich wieder vernünftig laufen kann. Sonst bin ich ein gefundenes Fressen für die Piraten. Ja, wo er recht hat, hat er recht. So, eine Maki-Beere. Schwarze Olender, ich weiß gar nicht. Wir werden uns auf jeden Fall dann jetzt wieder zurückbegeben. Hier oben haben wir auf jeden Fall Angus. Wird vielleicht später nochmal interessant. Merken wir uns in unseren Superhirnen, die das natürlich super abspeichern können. Zwinker, zwinker. So, ich finde unsere Piratenkleidung ganz cool. Was ist das denn hier? Blutwurzel. Weiter Richtung Süden. Feuervogel. Mittlerweile eher eine Lachnummer als ein ernster Gegner. Oder? Ah, ich weiß ja nicht. Mit dem Gewehr ist das wirklich ziemlich, ziemlich einfach. Was haben wir denn hier? Wenn das mal kein Vorposten der Eingeborenen ist. Hanu. Takapo, Fremder. Diese Gewässer sind gefährlich. Wieso? Was ist damit? Dort lauert die Bestie. Was ist das für eine Bestie? Der Alligator. Er lauert im Morast und ist geduldig. Und wenn du ihm zu nahe kommst, schnapp und du bist tot. Scheint ja ein Mordsvieh zu sein. Sieh, Gujo. Es ist die größte und gefährlichste Bestie, die seit vielen Sommern hierher kam. Alles klar. Ich werde die Bestie töten. Ich sehe, du bist ein Krieger.
das ehrt dich. Danke. Capo, Ucho, die Bestie ist stark. Werd's mir merken. Ich suche eine Truppe der Inquisition. Hast du sie gesehen? Die Blauröcke sind im Dorf. Geh links um den See. Dort führt dein Weg hinauf. Alles klar. Was macht ihr hier eigentlich? Jeden Tag fischen wir und bringen unseren Fang zum Maracaiwa. Ich trage diese Aufgabe, wie einst mein Vater. Das scheint dir zu gefallen. Chi, jeder hat eine Pflicht. Jeder ist wichtig. Ah ja. Chi, das haben wir nicht, oder? Ist so gut. Nein. Was sagt unser Ruhm? Unser Ruhm sagt Gerissenheit. Nein. Gut, müssen wir mit klarkommen. Ich deck deinen Rücken. Ah ja. Wo ist denn jetzt hier der Alligator? Da sitzt er im Wasser. Ach du Schande. Das gefällt mir, wie es hier gerade abläuft. Perfekt. Unsere Fackel brennt hier hinten im Wasser weiter, alles klar. So, die Bestie ist tot, was sagst du dazu? Onopalava. Die Bestie im See ist tot. Ich bin beeindruckt von deiner Stärke. Tawonga, Gucho. Jetzt können wir endlich wieder fischen. Hier, damit kannst du bestimmt etwas anfangen. Schatzkarte. Cool, danke. Gucken wir uns später an. Wie kann man da daneben schießen? Wie konnte man da daneben schießen? Meine Güte. Hier geht's wieder rauf in den Dschungel. Hey, wir brauchen unbedingt eine Karte. Links am See vorbei, hatte er gesagt, oder? Ja, ich sehe da hinten das Dorf schon. Dann besorgen wir uns erstmal eine Karte und dann können wir uns hier weiter umsehen. Da geht der Weg hoch, alles klar. Hier haben wir wieder eine Tempelanlage. Sieht sehr interessant aus und sehr bösartig. Hier liegen jede Menge Leichen von Eingeborenen und Weißen. Seltsam, sie haben gar keine Kleidung an. Die nackten Leichen. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ich auch nicht. Seltsames Volk hier, ey. Die ganzen Leichen hier sind echt merkwürdig. Da muss ein Idol drauf. Rubin, Goldzepter, okay. Und eine Schale. Ja. Ich möchte nicht in seine... Ja, ja, ich auch nicht. Mir fehlt das passende Ding dafür. Was hat das Betätigen des Hebels denn jetzt gebracht, wenn ich mal fragen darf? Hm. Was hat er sich denn aufgeschrieben?
Ja, aber scheinbar nicht ohne. Ich möchte nicht in sein. Hier haben wir nichts. Mir fehlt das passende Ding dafür. Aber der Hebel muss doch irgendwas bewirken, oder nicht? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Wir waren es nicht, Leute. Wir gehen wieder raus. Ich glaube, ich habe unser Dungeon kaputt gemacht. So, wir gehen zum Dorf der Marakai und dann ist auch schon wieder für ein, Zeit für einen kleinen Schnitt, wie ich sehe. Ihr seht wahrscheinlich gerade so ziemlich gar nichts. Ich sehe auch nicht allzu viel, muss ich euch sagen. Darum denke ich, wird es Zeit, hoch ins Dorf der Marakai zu gehen, wo alles schön von Fackeln beleuchtet ist. Erstmal gucken wir noch in die Truhe rein, nehmen natürlich noch die Muscheln, den Smaragd und die drei Goldmünzchen mit und machen uns jetzt langsamen Schrittes oder schnellen Schrittes auf Richtung Dorf und werden hier direkt von einem komischen Kerl begrüßt. Das gibt's allerdings erst beim nächsten Mal. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich schon auf die nächste Aufnahme und sage bis dann.